Mit Computerspielen ist es wie mit der Musik. Da gibt es den Mainstream, der der großen Masse gefällt, und die Independent-Szene für Liebhaber der Avantgarde. Letztere war in der Spielebranche lange Zeit recht klein und übersichtlich. Ihr Anspruch war hoch, ihr Einfluss gering. Doch plötzlich interessieren sich immer mehr für die Indie-Games. Szene-Insider glauben zu wissen, warum. Wenn du den 15. Ego-Shooter gespielt hast, der immer wieder das Gleiche macht, dann bist du auch als Spieler gelangweilt, selbst wenn dich das Genre sehr interessiert. Die Spieleindustrie versinkt im Einheitsbrei. Der Grund? Die Blockbuster werden immer aufwendiger und teurer. Bei neunstelligen Produktionsbudgets gehen die Hersteller lieber kein Risiko ein und liefern Games, die sich nichts Neues trauen, Massenware, die auf Nummer sicher geht. Die Indies, so nennen sich die freien Entwickler, machen vor, dass es auch anders geht. Xbox-Erfinder Ed Fries spricht sogar von einer Indie-Revolution. It is kind of like we're going back in time. Es fühlt sich tatsächlich an wie eine Zeitreise. Einst abgeschaffte Genres werden wieder belebt. Alte Hasen wie ich fühlen sich an Zeiten erinnert, als Spiele noch von nur einer Handvoll Leute hergestellt wurden. Wir dachten schon, diese Zeiten wären für immer vorbei, und es ist toll, dass sie zurück sind. Es gibt Statistiken, die schon mehr als die Hälfte aller Spieleentwickler der Indie-Szene zurechnen. Sogar prominente Star-Entwickler mischen sich unter das freie Volk. Enttäuscht von den etablierten Herstellern, wenden sie sich mit ihren Ideen lieber direkt an die Fans. Die sind offenbar leichter zu überzeugen. Crowdfunding, das Geschäft mit fanfinanzierten Entwicklungen, boomt. Der Kultspieleentwickler und Weltraumtourist Richard Garriott ist von dem Konzept begeistert. Ich glaube, indem man sich direkt an den Kunden wendet, ist es viel wahrscheinlicher, dass man das Spiel entwickelt, das der Spieler will, nicht das Spiel, das die Marketingabteilung von dir verlangt. Fast 2 Millionen Dollar hat Garriott für sein neues Rollenspiel Shroud of the Avatar eingesammelt. Schon klar, das ist keine Low-Budget-Produktion. Aber ist das noch Indie? Die Szene kokettiert gerne mit dem Klischee von den kreativen und mittellosen Idealisten. Doch in Wahrheit hoffen immer noch viele Entwickler auf ihre Absprungmöglichkeit in die etablierte Branche. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass da mehr Kooperation stattfindet. Vor allem, ich glaube, Indies sind nicht von Haus aus so, dass sie gern sich selber finanzieren wollen, weil das unglaublich hart ist. Ich glaube, die meisten wollen einfach nur ihre Spiele machen. Und ich glaube, wenn Publisher ihnen das ermöglichen, dann wären viele ziemlich froh drüber. Das Indie-Dasein. Für die einen ist es eine Notlösung, für die anderen Notwendigkeit. Wer es sich leisten kann, geht eigene Wege. Wenn ich so auf meine eigene Karriere zurückblicke, dann waren meine erfolgreichsten Spiele die, bei denen ich mich mit meinem Hersteller zerstritten hatte. Die weniger erfolgreichen Spiele entstanden dann, wenn ich auf meinen Hersteller gehört hatte, anstatt genau das Spiel zu machen, das ich eigentlich im Kopf hatte. Ed Fries hat den Xbox-Hersteller Microsoft schon vor 9 Jahren verlassen. Jetzt unterstützt er ein unabhängiges Team bei der Entwicklung einer neuen Konsole, die Ouya. Diese Jungen haben das, was wir in 3 Jahren gemacht haben, in 9 Monaten geschafft. Und das mit einem viel kleineren Team und viel weniger Mitteln. Ich meine, 8 Millionen Dollar klingt vielleicht nach einer Menge Geld, aber allein das Marketingbudget für die Xbox betrug 300 Millionen. Also das gibt Ihnen einen Eindruck. Die Ouya basiert auf Open-Source-Technologie. Das heißt, nicht der Hersteller entscheidet, welche Spiele auf den Markt kommen, sondern die Nutzer. Das innovative Konzept lässt die anderen Konsolen ziemlich alt aussehen, hofft Ouya-Berater Fries. Das wäre für einen Erfolg auch nötig, denn was die Leistung angeht, kann es die Ouya noch lange nicht mit der Konkurrenz aufnehmen. Fans von aufwendigen Actionspielen werden also auch weiterhin tief in die Tasche greifen müssen für PlayStation und Co. Der Aufstieg der Indies ist für die etablierten Vertreter der Industrie ein Alarmsignal. Sie müssen sich weiterentwickeln, mutiger werden, Risiken eingehen. Sonst laufen ihnen erst die größten Talente weg und danach auch das Publikum.